Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe ja gesagt, dass wir uns als nächstes der Hauptquest weiter widmen werden, was wir natürlich auch machen. Aber erstmal will ich natürlich unser Inventar ein bisschen ausdünnen. Das heißt, wir werden noch ein bisschen schmieden und werden noch ein bisschen Alchemie üben und werden natürlich auch einiges noch verkaufen. Jetzt überlege ich gerade, wo der Alchemietisch war. Der müsste ja in Arcadias Kupferkessel gewesen sein, glaube ich. Ob er das tatsächlich war, werden wir jetzt sehen. Ja! Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Na klar, was hast du denn da? Orange Pfeilfeder, naja gut. So, dann mixen wir mal wieder ganz wild. Ach, und es ist immer noch, der... Oh ne, jetzt haben wir es wieder. Ich wollte gerade sagen, der kleine Bug mit dem Inventarmod. Aber hier funktioniert jetzt alles. Es wird alles regulär angezeigt. Okay. Ja, ich habe jetzt auch den neuen Patch installiert. Ich hoffe, es gibt da keine Probleme mit den Mods, die wir bis jetzt drauf haben. Ich habe es mal kurz angetestet, da lief alles, aber wer weiß, da kann ja immer noch mal was kommen, was tiefer liegt, was man beim ersten Test nicht so mitbekommen hat. So, was können wir denn mal zusammen mixen? Ausdauer senken. Okay. Von welchen Zutaten haben wir denn zum Beispiel noch keine Eisgeistzähne? Das klingt mir irgendwie auch aber so, als wäre es relativ, naja, wertvoll, sage ich mal. Falkenfedern. Können wir ja mal nehmen. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch Frostsalze. Okay. Hängemoos klatschen wir nochmal mit rein. Zaubertrank, Unknown Effect. Erschaffen Zaubertrank, einen nicht verstärken. Also sowohl Hängemoos als auch die Falkenfeder verstärken schon mal einhändig. Ach Gott, dass man da immer mit der Maus ran muss, das ist eine natürlich ein bisschen ätzend. Interessante Mischung. Experimentiert nur so, dann wählen wir euch mal wieder ab. Knoblauch. Nehmen wir mal mit, vielleicht finden wir ja noch die zweite, zweite Wirkung raus. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche. Oh, Knochenmehl haben wir ja jede Menge. Vielleicht kriegen wir bei Knochenmehl ja so mal die vierte raus. Herstellung des Zaubertranks fehlgeschlagen. Tadam. Okay, das war wohl nix. Lavendel nehmen wir dann mal. Und, ach, was haben wir denn noch? Nehmen wir doch nochmal Hängemoos. Tadam. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge Lavendel. Und Tränke. Seht euch nach Herzen. Nirnwurz, Gesundheit senken. Den alten Schimmerpilz. Schlammkrabben-Chitin. Ach, jetzt aber mal gut hier. Dann nehmen wir mal nur das Schlammkrabben-Chitin. Achso, nee, man braucht ja immer zwei Sachen. Haha. Skiverschwanz. Heilmittel gegen alle Krankheiten. Und stehe euch stets zu Diensten. Spinnenei haben wir schon zwei. Tundra-Baumwolle. Vampirstaub. Da nehmen wir mal eins. Und nehmen mal so einen alten verkohltes Gieberfell. Ah, juhu, es hat mal wieder was funktioniert. Erschaffen Zaubertrank, Krankheit heilen. Okay, Vampirstaub und verkohltes Gieberfell hat Krankheit heilen. Nicht schlecht. Kann man immer mal gebrauchen. Wenn man sich mal irgendwo was einfängt, wer kennt es nicht? Aber wir müssen doch irgendwas mit dem Chitin noch anfangen können. Und vielleicht Knochenmehl? Habe ich die Kombination schon gehabt? Wir werden es gleich sehen. Yeah! Schlammkrabben-Chitin hat Feuerresistenz. Genauso wie das Knochenmehl. Sehr gut, dann haben wir bei Knochenmehl, haben wir da jetzt alle vier? Ja, sehr schön. Dann nehmen wir doch nochmal so ein Schlammkrabben-Chitin. Ach, das Spiel merkt sich auch, was nicht kombinierbar ist. Das finde ich ja ganz hervorragend. Hängemoos.
Herstellung fehlgeschlagen. Also wissen wir auch da, das passt nicht. Mit was könnten wir denn das Chitin nochmal mischen? Mit so einem ollen Skiverfell. Wow. Wow. Erschaffen Zaubertrank Giftresistenz. Entdeckte Effekte. Eine Giftresistenz. Ausdauer wiederherstellen. Krankheit heilen. Wow, jetzt haben wir aber viel auf einmal entdeckt. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und Skiverfell, außer wiederherstellen. Giftresistenz und Schlammkrabbenchitin. Oh, auch alles. Ausdauer wiederherstellen, Krankheit heilen, Giftresistenz, Feuerresistenz. Hm, dann nehmen wir doch mal so einen normalen Skiverschwanz und. Oh, das macht mir gerade richtig Spaß. Und Lavendel. Lavendel habe ich gesagt. Danke. Und wir drücken R. Und sehen, es lässt sich nicht kombinieren. Skiverschwanz und verkohltes Skiverfell. Ob das was wird? Nein, das wird nix. Skiverschwanz und Distelzweig. Auch nicht, meine Herren. Dann mal den Skiverschwanz und das Hängemoos. Mit dem Skiverschwanz scheint sich hier anscheinend nicht allzu viel kombinieren zu lassen. Was sagt denn das Spinnenei? Und das Spinnenei und ich habe Heilmittel, die violette Bergblume? Hatten wir das schon? Fehlgeschlagen. Ist ja nicht zu fassen. Meine Hilfe braucht. So, Skiverschwanz. Da haben wir so langsam alles durch, außer die violette Bergblume. Hep. Eieiei. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten. Das ist ja toll. Stets zu Diensten. Ja, Skiverschwänze haben wir ja genug. Mit dem können wir noch ein bisschen rumspielen. Und zwar mit dem Vampirstaub. Ach du Schande, nichts funktioniert. Hey. Ist es denn die Möglichkeit? So, was können wir denn überhaupt? Wir gehen jetzt mal oben. Was können wir denn herstellen und wie oft? Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche. Okay, Leiden. Ausdauer senken. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ich bin hier gerade am Umrätseln. Ausdauer wiederherstellen. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Da können wir ein bisschen was von machen. Also ich will jetzt einfach ein paar Tränke brauen, einfach um auch ein bisschen was verkaufen zu können. Um ein bisschen Kohle reinzukriegen. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel. Was mischen wir uns denn da mal zusammen? Seht euch nach Herzenslust um. Den mischen wir uns mal zusammen. So. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. So, und dann das noch. So, weiter. Was können wir noch mischen? Das. Nee. Das. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche. Machen wir doch mal. So gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. So. Dann können wir noch das. Mixen wir uns auch mal was zurecht. Das, sehr schön. 1, 2, 3. Dann mischen wir uns hier noch was zurecht. So. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Und jetzt haben wir wahrscheinlich nirgends mehr zwei. Doch hier, Falkenfedern und Hängemoos. Machen wir mal. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie oft wir Falkenfedern finden. Aber wir mixen uns das jetzt trotzdem mal zurecht. Dann können wir das noch machen. Hep. Jetzt haben wir aber alles durch. Zumindest alles, was wir bis hierher kennen. Den Rest will ich auch mal lassen. Wobei wir Knochenmehl und Lavendel würde ich gerne noch mal ausprobieren. Ja, sehr schön. Das ergibt Beschwörung verstärken. Dann können wir uns da doch auch gleich nochmal 1, 2, 3 andere machen. Jetzt würde ich natürlich gerne noch einen mixen, um die Alchemie noch auf 18 zu bringen. Was können wir denn da nochmal? Was können wir denn nochmal? Die Tundra-Baumwolle. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten.
und stehe euch stets zu Dienst. Ich sehe schon kommen, wir können hier nichts mehr anständig kombinieren. Das haben wir noch nie ausprobiert. Funktioniert auch nicht. Nein! Frostsalze. Ah, die sind so teuer, die sind bestimmt unheimlich gut. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und Nirnwurz. Für gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ah! Erschaffen, Gift, Ausdauer sinken. So, jetzt haben wir Alchemie auf 19. Auf 18. Und jetzt sind wir auch mal fertig mit der Alchemie. So. Dann nächster Stopp. Ach, wir können hier eigentlich glatt mal gerade verkaufen. Arcadia, komm mal her. Sie sieht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Nein, ich bin nur... zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Ich bin nur unausgeschlafen. Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Genau deswegen bin ich hier. Zaubertränke, so. Ne, wir müssen ja erstmal auf unsere Sachen. Das haben wir jetzt hier drüben. Zaubertränke, so. Ich verkaufe jetzt erstmal die Gifte. Lösung der Gesundheit. Gesundheit wird... Ja, ich sollte nicht mit der Maus rumspielen, wenn ich hier mit der Tastatur im Menü bin. Gesundheit wird für 60 Sekunden um 60 Punkte erhöht. Wow. Das ist nicht schlecht. Den behalten wir mal. Feuerresistenz. 20%ige Feuerresistenz für 60 Sekunden. Ausdauer wird für 300 Sekunden um 20 Punkte erhöht. Oh, der ist natürlich ordentlich was wert. 124 kriegen wir für den. Ja, das mit der Ausdauer ist ja auch so eine Sache. Wenn man sich da ordentlich organisiert und wenn wir das Haus haben, dann denke ich, brauchen wir da gar nicht so viel Ausdauer zu skillen. Vielleicht alle 6, 7 Level-Ups mal, wenn überhaupt. Und die füllt sich auch relativ schnell wieder auf. Aufgeladene Schläge nutze ich auch bis jetzt noch eher selten. Seht mir das nach, vielleicht kommt das noch. Müssen wir mal, muss ich mal gucken, wie ich da so klarkomme und ob ich da im Eifer des Gefechts auch dran denke. Deswegen verkaufen wir den mal. Wir brauchen im Moment Kohle und deswegen für 60 Sekunden um 20 Punkte erhöht. Da haben wir aber einen besseren. Heilt alle Krankheiten, die behalten wir auf jeden Fall mal. Gesundheit regeneriert sich 300 Sekunden lang 50% schneller. Finde ich auch gut. Stellt 75 Ausdauer wieder her. Den verkaufen wir mal. Magiker wird für 60 Sekunden um 20 Punkte erhöht. Zaubertrank des Kriegers. Einheitwaffen verursachen 60 Sekunden lang 20% mehr Schaden. Verkaufe ich auch mal. Zaubertrank des Verzauberers. Gegenstände werden 60 Sekunden lang um 10% stärker verzaubert. Verkaufe ich auch mal. Vielleicht können wir uns da einen mixen oder finden noch einen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den gerade gemixt haben oder ob wir den gefunden haben. Die Verbesserung von Waffen und Rüstungen ist für 30 Sekunden um 20% besser. Das behalten wir mal. Das könnten wir auch gleich mal einsetzen, wenn wir schmieden. Stellt 22 Punkte Ausdauer wieder her. Beschwörung verstärken. Eins. Oh, jetzt habe ich alle verkauft. Okay. Einhändig verstärken. Ah, okay. Damit hätten wir bei Arcadia. Hätten wir Arcadia quasi geplündert. Die hat kein Geld mehr. Ich hoffe, das Geld füllt sich wieder auf bei den Händlern. Oder hat die jetzt immer so wenig? Wir werden es sehen. Es ist Nacht. Wie spät haben wir es denn? 9:30 am Abend. Dann möchte ich jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn wir schlafen. Wenn wir schon mal hier sind, dann packen wir uns jetzt bei den Gefährten einfach mal in die Haya. Und werden dann, wenn es wieder hell ist, weiter verkaufen und noch schmieden. Und was wir sonst noch so alles machen wollen und machen müssen, bevor wir uns dann mit dem westlichen Wachturm beschäftigen werden. Hopp.
Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Ja, ja, jetzt bin ich das. Hör, ach, du schon wieder. So. Verzeihung. Die wohnt quasi. Ich frage mich immer noch, warum Skio euch überhaupt reingelassen hat. Ach, du unfreundliches Weibsbild. Lasst ihr mich mal hier durch, Jungs. Stimmt das wirklich? Ist ja echt nett von euch, danke. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. So, dann packe ich mich jetzt einfach mal hier hin. Schlafen. Schlafen bis um... Bis um 8? Ja. Machen wir mal 10 Stunden. So, und mir ist geschrieben worden, wenn wir schlafen, dann haben wir für eine gewisse Zeit... erlernen wir unsere Fähigkeiten schneller. Du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Dann gucken wir doch mal. Aktive Effekte, ausgeruht. Alle Fertigkeiten verbessern sich 8 Stunden lang 5% schneller. Also, ich frage mich immer noch, warum schlafen lohnt sich. Müssen wir ja klipp und klar mal so sagen. Wenn wir Talente jetzt 8 Stunden schneller erlernen, wenn es nur 5% sind, Kleinvieh macht auch Mist, dann hat sich das auf jeden Fall schon mal tierisch gelohnt. Ihr müsst euch noch beweisen. Und hinaus. Genauso in einer der letzten Folgen mit den Türen, wo ich bei der Drachenfeste war und rein wollte, habe ich genau mittig auf diesen Türbalken geklickt. Und komischerweise kann man Türen nur öffnen, wenn man mit dem Cursor rechts und links auf der Tür ist. Keine Ahnung, wohinter ich den Sinn nicht verstehe, aber es macht ja nichts. Auf jeden Fall habe ich mich da tierisch gewundert. So, dann geht's jetzt mal schmieden. Schmieden. Da können wir aber eigentlich auch... Ach, jetzt gehen wir nach hier vorne. Jetzt ist... lad ihn nicht nochmal hoch zur Himmelsschmiede. Jetzt machen wir das. Ach, hier unten. Ha, ein Haus. Zu früh abgebogen. Jetzt machen wir das hier. Erstmal gucken wir, ob wir was gerben können. Können wir nicht. Okay. Dann gucken wir doch mal... Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch hier will mehr. Ich hin. Hier will ich hin. Kann ich jetzt? Danke. So, wir können ja theoretisch Stahlrüstung schmieden, wenn wir Stahlbarren hätten. Schmuck gucken wir erstmal. Wir haben ja Silberbarren. Die könnten wir jetzt... herstellen und verkaufen den Silberschmuck. Mach ich mal. Wir stellen mal den Granitring her. Granatring natürlich, nicht Granit. Warum fragst du denn? Ja, möchte ich. Dann den Amethystring. Oh, da können wir ganz viele von herstellen. Das ist ja ganz vortrefflich. Die kosten nämlich auch gut was. Die können wir richtig gut verkaufen. Ja. 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 Schmiedekunst ist schon auf 27. Was heißt schon? Sie ist auf 27. Die Halskette, weiß ich nicht. Die paar Silberbarren, die wir noch haben, könnten wir jetzt eigentlich auch einfach mal aufheben. Dann stelle ich Lederarmschienen her. Das aber nur aus dem Grund... weil das eine relativ einfache Möglichkeit ist. Oh, ihr seht, der Patch hat den Bug behoben, dass wir beim Schmieden die leuchtende Eisenstange falsch rumhalten. Die leuchtende Eisenstange, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wie das heißt, den Rohling, den Schmiederohling, wie auch immer. Ja, Lederarmschienen aus dem Grund, weil es eine recht einfache Möglichkeit ist, unseren Skill hier ein bisschen hochzubringen. Deswegen machen wir das mal. Einmal. Zweimal. Dreimal und schon sind wir bei 29. Und ein letztes Mal. So. Dann können wir denn sonst noch was machen. Eisenzeug können wir noch machen. Ein Dolch. Ist auch eine recht einfache Möglichkeit, seinen Skill hochzubringen. Deswegen stellen wir den auch nochmal her. Und gleich noch einen. Ja, ich fummel hier im Menü. Manchmal nehme ich die Maus, wenn ich die Hand dran habe. Manchmal nehme ich die Tastatur. Naja.
Hauptsache, wir kommen klar. So, jetzt können wir aber nichts mehr herstellen. Außer den Silberschmuck, aber das wollen wir ja erstmal noch nicht. Gut. Dann. Next Stop. The Workbench. Können wir gar nichts machen. Schade. Ich hätte gerne, ach nee, hier wollte ich ja hin. Mondeisenfliegsaxt. Erfordert Eisenbarren, den haben wir nicht. Schade. Okay. Dann gucken wir mal, was wir in der Kriegsjungfer kaufen können. Denn hier gab es, glaube ich, Eisenerze und Eisenbarren und Metalle jeglicher Art. Oder, lieber Ulfbert? Willkommen in die besten Waffen und Rüstung. Yeah, hoffentlich, Kollege. So. Jetzt musste ich ganz kurz husten. Ulfbert hat 1100 Gold. Dann wollen wir Ulfbert erstmal ein bisschen was verticken. Wir können den Jagdbogen verkaufen. Die beiden Eisendolche. Noch ein Jagdbogen. Das Silberschwert verticke ich jetzt. Besonders wirkungsvoll gegen Untote. Ja, ist auch egal. Mit der Axt, wenn wir oft genug draufhauen, ist die auch sehr wirkungsvoll. Ja, und das war auch mal wieder nur so ein Versuch. Falls ich ihn mal brauche, den verkaufen wir jetzt hier auch. Ansonsten behalten wir hier erstmal alles. Bekleidung. Ah, entzaubern müssen wir auch noch. Das müssen wir auch noch machen. Dann verkaufen wir die Lederarmschienen. Redekunst verbessert. Sehr schön. Und den Stahlhornhelm. Für 46. Sonstiges. Dietriche. Könnte ich auch mal ein paar verkraften. Lederstreifen behalten wir. Silberbarren. Ziegenfell. Das Ziegenfell konnten wir nicht gerben. Dann kann ich es auch verkaufen. So, Ulfbert. Jetzt, was hast du denn alles für uns? Sonstiges. So. Eisenerz. Wie viel müssen wir denn bezahlen? 19? Bist du noch ganz dicht? Kaufen wir mal Erze. Kaufen wir gleich die 7. Und werden jetzt mal veredelter Mondstein. Oh. Und jetzt müssten wir ja eigentlich an der Schmiede. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Die Erze zu Barren verarbeiten können oder zu fertigem Metall. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Ich habe hier einige gute Stücke. Ja, das interessiert mich im Moment wirklich wenig. Nein, okay, wie können wir denn aus Erzen Barren herstellen? Frage ich mich gerade. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißen. Nein, dann latschen wir jetzt mal hoch. Vielleicht kann uns der Schmied an der Himmelsschmiede, wo mir gerade sein Name fehlt, Eolund. Ich glaube, er hieß Eolund. Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein anderes. Ach du schon wieder, die uns unser Schicksal offenbaren will. Es wird mir ziemlich frisch von den Bauernhöfen geliefert, mal sehen. Wenn ihr es von meinem Bauernhof. Ich gucke, mir ist auch gesagt worden, dass ich etwas oft an Gesprächen vorbeilaufe, wenn sich zwei Dorfbewohner unterhalten. Deswegen werde ich da jetzt mal versuchen, verstärkt drauf zu achten. Weil wir da auch noch Quests bekommen können oder wichtige Informationen oder ähnliches.